جهز حسين قل للقبر وين عن جثته جاب شلت النبل زين يا مجهز حسين قل للقبر وين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله بآخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. إن مش بستم الله سبحانه وتعالى زاكت إن صورة ثم دغيسش شاستين. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. Zu ihm steigt das gute Wort empor und rechtschaffene Taten erheben es. Wir haben gestern im Vortrag über den Rang des Trauernden um Imam Ali Abdullah al-Hussein alayhi salam gesprochen. Und wir haben darüber geredet, welchen Rang er bei Allah subhanahu wa ta'ala innehat. Wir haben dazu verschiedene Überlieferungen herangezogen. Eine Überlieferung, welche mit der Lohn der Träne betitelt wird, worin wir erfahren haben, was demjenigen erwartet, der um Imam Hussein a.s. trauert, der sein Andenken belebt. Ahyu amrana rahimallah man ahya amrana. Belebt unsere Angelegenheit. Möge Allah sich demjenigen erbarmen, der unsere Angelegenheit belebt. Und wir haben erfahren, dass der Rang des Trauernden der ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi Fürsprache für ihn einlegt, dass Fatima az-Zahra a.s. ihn an der Hand nimmt und zum Paradies führt. Wir haben erfahren, dass Imam Ali a.s. ihn von Haud al-Kawthar trinken wird. Wir haben erfahren, dass Imam al-Hassan a.s. ihn beim Sirat unterstützen wird, die Brücke im Jenseits. Und wir haben erfahren, dass Imam Hussein a.s. ihn an drei Situationen quasi begleiten wird. Das heißt, der Rang des Trauernden um Imam Hussein a.s. ist ein erhabener Rang. Aber dann haben wir uns die Frage gestellt, wer ist denn der wahrhaftige Trauernde? Wer ist derjenige, der wirklich trauert? Und wer ist es, der mit diesen Überlieferungen quasi gemeint ist? Jeder, der nur eine Träne um Imam Hussein a.s. vergießt, oder auch diejenigen, beziehungsweise oder diejenigen, die in erster Linie Gehorsam gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala zeigen. Und nur als kurze Wiederholung, wir hatten eine Überlieferung von Imam Baqir a.s. gestern vorgelesen. Und um auf die Notwendigkeit und auf die Wichtigkeit dieser Überlieferung deutlich zu machen, werde ich diese nur kurz wiederholen. Und zwar sagte der Imam a.s. Wallah, ma ma'ana min Allahi bara'atun, wa la baynana wa bayna Allahi qaraba, wa la lana ala Allahi hujjatun, wa la nataqarrabu ila Allahi illa bitta'a. فمن كان منكم مطيعا لله تنفعه ولايتنا ومن كان منكم عاصيا لله لم تنفعه ولايتنا ويحكم لا تغتروا ويحكم لا تغتروا. Bei Allah, wir haben keine Freisprechung von Allah und es gibt kein Verwandtschaftsverhältnis zwischen uns und Allah. Wir haben kein Vorrecht auf Allah und wir kommen Allah nicht näher außer durch den Gehorsam zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wer von euch Allah gehorsam ist, dem nützt seine Wilaya zu uns. Und wer von euch sündig gegenüber Allah ist, dem nützt seine Wilaya uns gegenüber nicht. Wehe euch, seid nicht übermütig, wehe euch, seid nicht übermütig. Ja, diese Überlieferung zeigt, dass sogar die Ahlul Bayt a.s. in ihrem erhabenen Rang
diese Ränge und diese Position nur dadurch erreicht haben, dass sie Gehorsam zu Allah, dass sie Gehorsam gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala gezeigt haben und geduldig gegenüber den Sünden waren, geduldig gegenüber dem Gehorsam, wie wir in der anderen Überlieferung weiter gelesen haben. Wir kamen also gestern zu dem Schluss, dass die Wilaya ohne Taten keinerlei Wert besitzt. Dass die Wilaya zu Ahlul Bayt und die Trauer um die Ahlul Bayt alaihissalam nur mit den Taten einen Wert bekommt und nur dann hat der Mensch diese Position, die in den Überlieferungen erwähnt wird. Ja, das haben wir gestern ausführlich besprochen. Heute wollten wir die Frage klären, was denn notwendig dafür ist, dass die Taten akzeptiert werden. Ja, wir haben ja gestern gesagt, die Wilaya kann nicht anerkannt werden, außer durch die Taten. Und heute wollten wir einen Aspekt besprechen, sodass die Taten nicht angenommen werden, wenn nicht dieser eine Aspekt da wäre. Was ist dieser eine Aspekt, ohne den die Taten quasi ungültig sind? Und das wollten wir heute inshallah besprechen. Also was die Voraussetzung dafür ist, damit unsere Taten akzeptiert werden. Und um diese Frage zu beantworten, widmen wir uns dem Heiligen Koran. Und ich habe versucht, in dieser Rede jetzt explizit auf die Verse des Heiligen Korans zu verweisen, explizit auf die heiligen Verse des Korans zu verbleiben, damit wir Schritt für Schritt erlernen, die Methodik des Heiligen Korans. Wir müssen langsam lernen, die Verfahrensweise des Heiligen Korans kennenzulernen. Wie geht der Heilige Koran mit solchen Aspekten um? Wie erläutert er diese Fragen? Der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi, also im Koran wird berichtet, dass der Prophet sich am Tage des Gerichts über die Menschen beschweren wird. يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Oh mein Herr, mein Volk hat diesen Koran verlassen. Und damit ist nicht nur gemeint, dass wir den Koran nicht rezitieren. Der Koran wird alhamdulillah öfters rezitiert. Es gibt Fernsehen, wo es immer rezitiert wird, zu Hause Kassetten. Aber damit ist gemeint, dass man den Koran verinnerlicht, sich damit beschäftigt, die Verfahrensweise und die Methodik des Heiligen Korans kennenlernt. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ Wollen Sie denn nicht über den Heiligen Koran nachdenken? Wollen Sie denn nicht über den Koran nachdenken? Oder ist es so, dass die Herzen unter Riegeln sind, unter Schlössern stehen? Das heißt, der Koran sieht zwei Möglichkeiten vor. Entweder man denkt über den Koran nach und verinnerlicht seine Botschaften, oder aber die Herzen sind unter Schlössern, sind versiegelt. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبهم أقفال وأقفال شلسر فريقلن quasi. Und aus diesem Grund möchten wir uns quasi in dieser Rede hauptsächlich mit dem Heiligen Koran und seine Verse beschäftigen und seine Methode kennenlernen, wie er diese Frage beantwortet. Wir lesen im Heiligen Koran in Surat al-Baqarah, Vers 285. Das Wort Allahs des Erhabenen, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. Dieser Gesandte glaubt an das, was zu ihm herabgesandt wurde von seinem Herrn. Und also die Gläubigen, sie alle glauben an Allah und an seine Engel und an seine Bücher und an seinen Gesandten und sprechen, wir machen keinen Unterschied zwischen seinen Gesandten. Ja, diesen Vers kennen sicherlich einige, der im Anschluss, beziehungsweise am Ende von Surat al-Baqarah zitiert wird. Und hier stellen wir uns die Frage, es gibt zwei Möglichkeiten. Zum einen, wir machen keinen Unterschied zu seinen Gesandten. Was bedeutet diese Aussage? Wenn der Koran sagt, wir machen keinen Unterschied zwischen seinen Gesandten, da gibt es zweierlei Möglichkeiten. Entweder wir machen keinen Unterschied zwischen ihnen, das bedeutet, sie sind im Rang gleich. Das heißt, Prophet A hat denselben Rang wie Prophet B, Prophet B hat denselben Rang wie Prophet C und so weiter. Das heißt, alle Propheten haben den gleichen Rang, wir unterscheiden nicht in dieser Hinsicht zwischen ihnen. Das wäre eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, wir unterscheiden nicht zwischen den Gesandten. Das bedeutet, dass wir nicht sagen, dass der Prophet 80% der Botschaft Gottes verinnerlicht hat, der Prophet 90%, der Prophet 100%. Das heißt, wir dürfen nicht unterscheiden und sagen, alle Propheten waren auf einem Weg, auf einer Methodik, auf einer Verfahrensweise von Allah subhanahu wa ta'ala. Das bedeutet, diese zwei Möglichkeiten haben wir. Wenn wir uns jetzt die erste Möglichkeit anschauen, ja, die erste Möglichkeit war, dass die Propheten alle denselben Rang haben. Dann schauen wir, was der Heilige Koran dazu sagt, und der Heilige Koran leugnet diese Möglichkeit in aller Deutlichkeit. Er sagt in Surah 2, Vers 253,
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. Jene Gesandte haben wir erhöht, einige über die anderen. Darunter sind die, zu denen Allah sprach, und einige hat erhöht um Rangstufen. Und ebenso sagt Allah, وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ. Und hier ist dieser Vers deutlich. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wir erhöhten einige der Propheten über die anderen. Diese Aussage ist klar und deutlich. Das bedeutet, die Propheten unterscheiden sich in ihrem Rang. Ein Prophet kann im Rang höher sein als ein anderer. Das heißt, die erste Möglichkeit, die wir haben, ist damit ausgeschlossen. Jetzt stellen wir uns natürlich die Frage, wie es denn sein kann, dass die Propheten sich im Rang unterscheiden. Wie kann es beispielsweise sein, dass ein Prophet einen anderen Rang hat als ein anderer Prophet? Alle waren ja auf demselben Weg Gottes, alle haben die Botschaft Gottes verinnerlicht und alle haben die Botschaft Gottes nach außen hin getragen. Und wir lesen im Heiligen Koran beispielsweise, وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Und wahrlich, wir schlossen zuvor einen Bund mit Adam, aber er vergaß ihn und wir fanden in ihm kein Austauschungsvermögen. Und hier muss natürlich betont werden, wenn wir jetzt über die Rangstufen der Propheten sprechen, dass wir nicht davon sprechen, dass der eine Prophet unvollkommen war und der andere vollkommen. Ja, alle Propheten sind vollkommen, aber es geht darum, welche Rangstufen sie in ihrer Vollkommenheit haben. Das ist der Punkt, den wir meinen, wenn wir um die Rangstufen der Propheten alaihissalam sprechen. Und genauso lesen wir noch weiter im Heiligen Koran, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرَّسُولِ. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala unterteilt nochmal die Propheten in verschiedene Ränge. Er sagt, es gibt einmal Propheten, dann gibt es Gesandte und dann gibt es Propheten der Ulul Azm. Das sind die fünf größten Propheten quasi. Darunter fällt Ibrahim a.s., Nuh a.s., Isa, Musa und das Siegel der Propheten und der Herr der Schöpfung, Abul Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Als Fazit können wir jetzt bis hierhin setzen, dass wir jetzt erfahren haben, dass es verschiedene Rangstufen hinsichtlich der Propheten gibt. Also wir dürfen unsere Ausgangsfrage nicht vergessen. Wir wollen wissen, welcher Aspekt notwendig ist, damit die Taten akzeptiert werden. Ja, das ist unsere Ausgangsfrage und diese versuchen wir jetzt schrittweise aus dem Heiligen Koran zu extrahieren. Jetzt stellen wir uns die Frage nach dem Maßstab ihrer Bevorzugung. Wieso wird ein Prophet im Rang höher sein als ein anderer Prophet? Was ist der Maßstab, der hier quasi angewendet wird? Ist es tatsächlich so, dass Allah subhanahu wa ta'ala willkürlich einen Propheten erhöht, den anderen weniger erhöht? Oder hat es eine bestimmte Weisheit, wieso ein Prophet im Rang höher ist als ein anderer? Wir möchten quasi herausfinden, ist es so, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun, also es ist quasi Willkür. Allah wird nicht nach dem befragt, was er tut, aber sie werden befragt. Allah möchte es so und es ist nun mal so. Oder hat dies eine höhere Weisheit, eine tiefere Weisheit? Gemäß dem Vers, Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. Und Allah weiß am besten, wem er seine Botschaft gibt. Nun würden einige antworten, dass es doch klar ist, wieso einige Propheten höher sind als die anderen Propheten. Und dass dieser Aspekt die Taten sind. Das heißt, der Prophet, der mehr gute Taten hat, der ist über einem anderen Propheten im Rang. Das heißt, derjenige Prophet, der mehr Gottesdienst verrichtet hat, der viele gute Taten vorzuweisen hat, der ist natürlich im Rang höher als der andere. Das kann jetzt jemand auf unsere Frage quasi antworten. Und wir möchten herausfinden, ob diese Antwort quasi richtig ist oder ob sie vom Heiligen Koran quasi toleriert wird und bestätigt wird. Dazu nehmen wir uns ein Beispiel. Nabiullah Nuh, ala Nabina wa alihi wa alayhi salam beispielsweise, über ihn lesen wir im Heiligen Koran, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. Wir sandten Noah zu seinem Volk und er weilte unter ihnen 1000 Jahre, weniger 50 Jahre. Das heißt, 950 Jahre können wir sagen, dass der Prophet Nuh a.s. Gesandter war. Gesandter in seinem Volk.
Wie lange er jetzt wirklich gelebt hat, das ist eine andere Frage. Allahu a'lam. Manche sagen, er hat bis zu 2000 Jahre gelebt. Aber was wir aus diesem Vers erstmal sagen können, ist, dass er mindestens 950 Jahre gelebt hat. Denn so lange war er quasi Gesandter. Dann nehmen wir den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Und wir wissen, dass er 63 Jahre gelebt hat. Davon waren 23 Jahre Prophetentum. Also 23 Jahre hat er im Prophetentum verbracht. Wenn wir jetzt nur von der Anzahl der guten Taten ausgehen, nur von der Anzahl, wer mehr gute Taten quasi verrichtet hat, derjenige, der mindestens 950 Jahre als Prophet gelebt hat, als Prophet der Ulul Azm, also als höchste Stufe des Prophetentums gelebt hat, oder jemand, der 63 Jahre als Prophet gelebt hat. Allein von der Anzahl her möge man meinen, dass Nabiullah Nuh a.s. mehr gute Taten vollbracht hat. Denn er hatte mindestens 950 Jahre dafür Zeit, um seine Taten zu verrichten. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hatte beispielsweise nur 63 Jahre dafür. Dennoch lesen wir, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam im Rang um einiges höher ist als der Prophet Nuh a.s. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ist der Herr vom Propheten Nuh. Und sie alle haben sein Prophetentum vor ihrem Prophetentum bestätigt. Also in der vorweltlichen Existenz wurden alle Propheten erstmal befohlen, ihnen wurde befohlen, das Prophetentum des Siegels zu bestätigen, und erst dann wurden sie als Propheten erwählt. Das heißt, wir sehen, es gibt eine sehr klare Ordnung. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ist der Herr der Schöpfung und kein Geschöpf ist ihm näher. ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَا. Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt seine Nähe, also wenn wir das bildlich vorstellen möchten, dann war seine Nähe zu Allah subhanahu wa ta'ala wie zwei Ellenbogen oder noch näher. Ja, bildlich gesprochen natürlich. Also wir sehen, dass die Taten an sich nicht der bestimmende Faktor sein können, wieso ein Mensch seinen Rang hat. Das allein die Taten an sich. Ja, wenn wir sehen, Nuh a.s. hatte 950 Jahre, das heißt, in dieser Zeit mehr Möglichkeit, die guten Taten zu verrichten, der Prophet Muhammad weniger. Und trotzdem ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam der Herr der Schöpfung. Und auch diese Antwort, oder beziehungsweise die Antwort auf diesen vermeintlichen Widerspruch, finden wir im Heiligen Koran. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala, من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wer eine gute Tat vollbringt, dem soll zehnfach vergolten werden. Ja, also wer eine gute Tat vollbringt, den belohnt Allah subhanahu wa ta'ala mit dem Zehnfachen dieser Tat. Das ist der eine Vers. Der andere Vers sagt, مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Die ihr gut hingeben für Allahs Sache, sie gleichen einem Samenkorn, das sieben Ehren trägt, 100 Körner in jeder Ehre. Und Allah vermehrt es weiter, wem er will, und Allah ist huldreich, allwissend. Das bedeutet, jetzt mal zusammengefasst, dass derjenige, der im Namen Gottes spendet, diese Spende wird ihm siebenhundertfach quasi zurückgegeben. Ja, wir haben sieben Ehren und in jeder Ehre quasi 100 Körner. Das ist eine metaphorische Art und Weise, wie der Heilige Koran nutzt, um den Menschen eine Sache verständlicher zu machen. Das heißt, wir halten einmal fest, einmal sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dass er eine Tat zehnfach vergeltet. Einmal sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dass er eine Tat um das siebenhundertfache vergeltet, also wieder gut macht. Und dann lesen wir im Heiligen Koran, مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا. Wer Gutes vollbringt, dem wird Besseres als das. Hier setzt Allah subhanahu wa ta'ala keine Grenze. Er sagt, die Belohnung, überlass die Belohnung mir. Meine Barmherzigkeit ist unendlich. Das heißt, die Belohnung für diese Tat wird unendlich sein. Das heißt, wir haben jetzt drei Möglichkeiten. Für die eine und dieselbe Tat haben wir einmal drei Möglichkeiten, wie sie belohnt werden kann. Einmal das Zehnfache, einmal das Siebenhundertfache und einmal aus der unermesslichen Gnade Gottes. Und auch hier stellen wir uns die Frage, wenn jetzt jemand eine Tat verrichtet hat und ein anderer hat dieselbe Tat verrichtet, wieso kann es sein, dass der eine nur zehnfach belohnt wird und der andere beispielsweise siebenhundertfach oder mit dem göttlichen Ermessen? Was ist der Maßstab, der angewendet wird hinsichtlich der Belohnung der Taten, die ein Mensch verrichtet? Beispielsweise lesen wir auch Überlieferungen,
dass das Gebet des Intellektuellen oder das Schlafen des Intellektuellen ist besser als das Wachsein des Ignoranten. Wie kann das sein, dass ein Ignoranter, sagen wir mal, der wach bleibt und betet, der ist im Rang geringer als ein Intellektueller, der schläft? Und mit Intellektuellen meinen wir jetzt natürlich nicht unbedingt die Professoren, die an der Uni sind, oder die Doktoren. Ja, mit Intellektuellen meinen wir, oder meint der Islam, diejenigen, die ihren gottgegebenen Intellekt, also Al-Aql, richtig benutzen. Ja, über Al-Aql gibt es nochmal eine spezielle Unterrichtsreihe, quasi, die sehr, sehr ausführlich ist. Aber mit Intellektuellen meint der Islam in erster Linie diejenigen, über die Allah subhanahu wa ta'ala sagt, الَّذِينَ يَفْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Das sind die wahren Intellektuellen, die Allahs Gedenken im Stehen und Sitzen, und wenn sie auf der Seite liegen und nachsinnen über die Schöpfung der Himmel und der Erde, sie denken nach über die Schöpfung der Himmel und der Erde. Unser Herr, du hast dies nicht umsonst erschaffen. Heilig bist du. Errette uns vor der Strafe des Feuers. Wir kehren also zu unserer Ausgangsfrage zurück. Was ist der Maßstab von Allah subhanahu wa ta'ala, der angewendet wird, um unsere Taten zu belohnen? Wir haben gesagt, Taten an sich, die Anzahl der Taten, sind nicht dafür zuständig, dass jemand im Rang höher steigt. Das heißt, es muss etwas anderes sein, was den Wert und den Rang des Menschen bestimmt. Und die Antwort auf diese Frage liefert uns ebenso der Heilige Koran und sagt, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. Ja, das ist der Vers, den wir am Anfang rezitiert haben. Zu ihm steigt das gute Wort empor und rechtschaffene Werke erheben es. Jetzt stellen wir uns die Frage, was bedeutet dieser Vers? Ja, zu ihm steigt das gute Wort empor. Was ist das gute Wort? Was bedeutet es überhaupt, dass etwas zu Allah aufsteigt? Denn wir wissen, Allah subhanahu wa ta'ala hat keinen Ort. Ja, jemand fragt den Imam Ali alayhi salam, أين الله؟ Wo ist Allah? Und der Imam antwortete, أين الأين فلا أين له. Er hat das Wo erst zum Wo gemacht und er hat kein Wo. Das heißt, die Frage an sich ist schon falsch. Wo ist Allah subhanahu wa ta'ala? Was bedeutet es, wenn der Koran uns sagt, zu ihm steigt das gute Wort empor und rechtschaffene Taten erheben es? Was bedeutet dieser heilige Vers? Und wir wollen natürlich diesen Vers verstehen. Denn der Koran sagt, er verleitet der Barun al-Koran am ala Qulubin aqfaluha. Wir möchten natürlich nicht, dass auf unseren Herzen Schlösser sind. Also möchten wir über diese Worte Allah subhanahu wa ta'ala weiter nachdenken. Und viele Koran-Experten haben sich dieses Verses quasi bedient und versucht, ihn auszulegen. Und einer von diesen Koran-Experten ist der große Sayyid al-Allama Muhammad Hussein al-Tabatabai, den sicherlich viele kennen. Einer der größten Koran-Experten unserer Zeit. Meiner persönlichen Meinung nach ist er der größte Koran-Experte dieser Zeit, denn auch viele Gelehrte und viele Maraja der heutigen Zeit sehen in ihm eine Person, die es so noch nicht gab. Viele von ihm sehen seine Interpretation al-Mizan, Tafsir al-Mizan, sehen es sogar noch wertvoller an als die Interpretation von Sheikh al-Tosi beispielsweise, Tibian. Sie sehen darin noch viel tiefere Aspekte verborgen in diesem großartigen Werk von Sayyid al-Tabatabai. Dort lesen wir bezüglich der Interpretation dieses Verses, also Sayyid al-Allama sagt, وَالْمُرَادُ بِالْكَلِمَ الطَّيِّبِ الْاَعْتِقَادُ الْحَقِّ كَالْتَوْحِيدِ. Ja, er sagt mit dem Ausdruck, das gute Wort, also was der Heilige Vers mit dem guten Wort meint, damit ist die wahrhaftige Glaubensüberzeugung gemeint. Wie beispielsweise das Einheit. Es bedeutet, dass dieses Wort oder dass diese Glaubensüberzeugung, wie wir jetzt wissen, von Allah subhanahu wa ta'ala akzeptiert wird, dass sie die göttliche Nähe erreicht hat. Ja, das heißt, wenn wir jetzt den Vers lesen, إِلَيْهِ يَسْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ. Zu ihm steigt das gute Wort empor, zu ihm steigen also die wahrhaftigen Glaubensüberzeugungen empor. Beziehungsweise zu ihm, er nimmt die wahrhaftigen Glaubensüberzeugungen an. Er akzeptiert diese Glaubensüberzeugungen und die rechtschaffenen Taten erheben es. Und dazu kommen wir im Schaber auch noch. Das heißt, der Lohn für eine Tat wird nicht an der Tat selbst festgemacht, sondern bezüglich der Glaubensüberzeugung.
Deswegen kann es sein, dass zwei Menschen dieselbe Tat begehen, aber der eine viel mehr belohnt wird als der andere. Es gibt viele Überlieferungen, wo gesagt wird, dass eine bestimmte Person mit diesen Eigenschaften, wenn sie zwei Rak'at betet, ist es so viel, als wenn eine Person, der nicht diese Eigenschaft hat, 100 Rak'at betet oder 1000 Rak'at oder die Nacht im Gebet verrichtet. Jetzt wissen wir, was dieser Maßstab ist. Der Maßstab ist die gesunde Glaubensüberzeugung. Ja, die Glaubensüberzeugung ist das Fundament der Religion. Und ich kann wirklich diesen Ausspruch von Imam Ali a.s. nicht oft genug sagen in Nahj al-Balagha. Awwaluddin ma'rifatuh. Man muss wirklich Bücher und Bände über diesen Ausspruch sagen. Awwaluddin ma'rifatuh. Das Erste der Religion ist die Erkenntnis Allah subhanahu wa ta'ala. Es ist das Fundament jeder Religion. Es ist das Fundament der Religion. Und darauf bauen sich die Furu'uddin, die Zweige der Religion auf. Wir haben das Fundament, die Glaubensüberzeugung, und danach und darauf werden zum Beispiel das Gebet, das Fasten, die Pilgerfahrt und so weiter darauf aufgebaut. Damit ist es unser Anliegen oder es ist unsere Pflicht, nicht versuchen, 1000 Gebete zum Beispiel zu beten, sondern wir müssen versuchen, unsere Glaubensüberzeugung so zu perfektionieren, dass ein Gebet von uns bei Allah subhanahu wa ta'ala 1000 Gebetseinheiten wie bei einem anderen beispielsweise ist. Und dann, je mehr Gebete wir natürlich verrichten, umso höher wird diese bei Allah subhanahu wa ta'ala akzeptiert werden. Jetzt mag aber einer den Einwand erheben, wie das denn sein kann. Also wir haben jetzt gesagt, es kommt nicht auf die Anzahl der Taten an, es kommt nicht auf die Tat an sich an, sondern die Tat bekommt erst dann ihren Wert durch die Glaubensüberzeugung. Ja, und jetzt fragen wir uns, was ist denn zum Beispiel jetzt, wenn jemand betet, fastet, er erfüllt die religiösen Gesetze, aber seine Glaubensüberzeugung ist falsch. Er glaubt beispielsweise an einen Gott, der Gliedmaßen hat, der Hände und Füße hat und der lacht und der Umhänge trägt und so weiter. Was ist mit solch einer Person? Was wird am Tage des Gerichts mit dieser Person quasi sein? Ja, also was sind die Auswirkungen der falschen Glaubensüberzeugungen? Und hier ist der Heilige Koran auch deutlich und sagt: لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Wenn du Allah Nebengötter zur Seite stellst, dann werden sich all deine Taten nichtig erweisen. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala spricht zum Propheten und sagt: Wenn du in deiner Aqidah was Falsches hast, dann werden alle Taten ungültig werden. Und ebenso sagt Allah subhanahu wa ta'ala: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كهجر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. O ihr, die ihr glaubt, erhebt nicht eure Stimme über die Stimme des Propheten und sprecht nicht so laut zu ihm, wie ihr laut zueinander redet, auf dass eure Werke nicht eitel werden, ohne dass ihr es merkt. Die Glaubensüberzeugung ist damit ein Aspekt, der dafür sorgen kann, dass alle Taten, die wir begehen, ungültig sind, dass sie nicht von Allah subhanahu wa ta'ala akzeptiert werden. Und in dem Fall obliegt es uns allen, zunächst und in erster Linie unsere Glaubensüberzeugung richtig zu stellen. Die wahrhaftige Tawhid-Vorstellung. Ja, man kann noch ein Beispiel dazu machen, damit dies besser veranschaulicht wird. Stellen wir uns vor, dass zwei Leute ein Haus bauen möchten. Der eine baut sein Haus auf Treibsand. Ja, und der andere baut sein Haus auf festem Boden. Jetzt können beide genauso viel arbeiten, genauso viel Energie und genauso viel Kraft stecken. Wenn sie am nächsten Tag kommen, ist das Haus, das auf Treibsand gebaut wurde, versunken. Nichts ist mehr übrig. Aber das Haus, das auf festem Boden mit einem festen Fundament gebaut wurde, das wird Regen, Schnee, Wind, das wird die Jahre überstehen und immer noch festbleiben. Wieso? Weil das Fundament fest ist. Das Fundament ist stabil. Und aufgrund dessen kann man es so bebauen und es bleibt trotzdem stabil. Ja, das Fundament ist in dem Fall, wie schon erwähnt, die Glaubensüberzeugung an erster Stelle, der Tauhid. Und daraus leiten sich die anderen Glaubensüberzeugungen ab, wie zum Beispiel Prophetentum, Gerechtigkeit, Imamah oder die Wiederauferstehung. Zum Abschluss noch einige kleinere Beispiele in der Geschichte, sodass man dies besser veranschaulichen kann. Beispielsweise der Schlag von Ali ibn Abi Talib alayhi salam, Yawm al-Khandaq. Ja, wir kennen alle die Geschichte, als Imam Ali a.s. einen Feind des Islams tötete und der Prophet sagte: Warbatu Aliyin fil Khandaq afdalu min ibadati thaqalayn. Der Schlag Alis am Tage Khandaq ist vorzüglicher als der Gottesdienst der zwei Gewichtigen, das heißt der
Menschen und der Djinn. Ein Schlag von Ali ibn Abi Talib ist so wertvoll wie der Gottesdienst der gesamten Menschheit. Wieso? Jetzt wissen wir es. Die Aqida von Ali ibn Abi Talib, sein Mut, seine Gottesfurcht in erster Linie, sein Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala, hat dafür gesorgt, dass eine Tat von ihm all den Gottesdienst der Geschöpfe ausgleicht. Ein zweites Beispiel, das Martyrium von Imam Hussein alayhi salam. Imam Hussein alayhi salam wird Sayyid al-Shuhada genannt, der Herr der Märtyrer. Aber an seiner Seite sind noch weitere Märtyrer gefallen. Sie alle haben dasselbe Schicksal erlitten. Sie alle haben den Märtyrertod erfahren. Aber Imam Hussein alayhi salam ist der Herr der Märtyrer. Andere sind normale Märtyrer, Imam Hussein alayhi salam, Sayyid al-Shuhada. Ein anderes Beispiel, das Gebet. Imam Hussein alayhi salam hat an Yom Ashura gebetet und Umar bin Sa'ad hat das Gebet ebenfalls verrichtet. Äußerlich sind beide Gebete gleich. Imam Hussein alayhi salam betet und Umar bin Sa'ad betet. Aber wo ist das Gebet von Imam Hussein zu dem Gebet von Umar bin Sa'ad? Sind diese beiden Gebete bei Allah subhanahu wa ta'ala gleich? Oder wird das eine Gebet zu ihm zurückgeschickt und das andere Gebet führt ihn zu den höchsten Stufen des Paradieses? Und deshalb, liebe Geschwister, auf ein Fazit zu kommen, um die Ausgangsfrage zu beantworten. Also nachdem wir gestern erfahren haben, dass die Taten mit der Wilaya einhergehen und dass die Taten eine Voraussetzung für die Wilaya sind, genauso ist die wahrhaftige Glaubensüberzeugung eine Voraussetzung, damit die Taten akzeptiert werden. Die Taten bekommen erst dann ihren Wert, wenn die Glaubensüberzeugung richtig ist. Und je stärker die Glaubensüberzeugung ist, umso höher wird die Tat bei Allah subhanahu wa ta'ala angerechnet werden. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.